Willkommen zurück zu einer neuen Folge Command & Conquer Renegade. So, wie versprochen, habe ich diesmal die Hintergrundmusik lauter gemacht. So, letztes Mal haben wir ja hier diese Gebäude eingenommen und müssen jetzt offenbar durch den Tunnel kacheln, um was auch immer zu tun. Au, Mammutpanzer und sekundäre Ziele. Okay, der Sound ist zwar lauter, aber die Dialoglautstärke ist eine Idee so leise, denke ich. Aber wir können ja erstmal schön ordentlich reinhalten. Die haben doch gegen so Mammutpanzer hier keine Chance. Zwei Kanonenrohre und Raketen. Jetzt können wir ja munter erstmal schön vor uns herum zerstören. Aber die Artillerie, die verträgt doch einiges. Truppentransporter hat auch keine Chance. So, schön auf Zerstörungstour. Wer ballert denn hier? So stark so ein Mammutpanzer auch ist, so verdammt behäbig ist er auch. Der ist extrem langsam. Ey! Na du, dachte eigentlich, ich hätte ihn getroffen. Jetzt habe ich's. Deutsch ist mal wieder hervorragend, Leute. So, wollen mal gucken, was hier in dieser Bude noch drin ist. Vielleicht noch irgendwas Brauchbares. Man weiß es halt immer nicht. Jetzt war schon mal so ein Offizier, den wir diesmal nicht so gut eliminiert haben. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Okay. Sämtlichen Widerstand ausschalten. Wie viele gibt's denn hier? Wo denn? Ach, da oben. Warte mal, noch Raketenwerfer gefunden, das eine Mal. Oh, schön. Jetzt will ich mal die anderen Waffen so ein bisschen ausprobieren. So Flammenwerfer? Ja, geht. Bin ich jetzt nicht so der Fan von dem Ding. So, haben wir alle ausgeschaltet oder ist hier noch irgendwo wer? Ist zwar nur ein Sekundärziel, aber wir wollen versuchen, alle Ziele zu erreichen. Laut Radar ist da hinten einer. Ah, da ist er. So, haben wir alle. Vielleicht müssen wir noch mal ins Gebäude rein, um es jetzt einzunehmen. Okay, Seko, der zieht erfolgreich. Es ist eine Freude, ihn bei der Arbeit zuzusehen. Es ist eine Freude zuzusehen. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Das müsst ihr beurteilen. Soll ich den Wüstenjäger nehmen oder den hier? Ich glaube, der hier gefällt mir besser. Aber der ist mir irgendwie, ehrlich gesagt, zu langsam. Boah, der Panzer ist so langsam. Den könntest du beim Fahren die Ketten austauschen. Es könnte sein, dass wir ihn brauchen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich rechne doch mal mit relativ starkem Widerstand. Ich hätte gern so einen Panzer mit Noss. Warum gibt's das nicht? So ein Panzer, so ein bisschen tiefer legen, ein bisschen Noss rein. Du gibst mir Deckung. Alter, ich hab einen Mammutpanzer. Ich brauche keine Deckung. Vor Ihnen auf der Straße fährt der Nordkonvoi Havoc. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Nordkonvoi. Der fährt doch gar nicht. Der parkt doch da vorne. Geh mal aus der Optik hier, du stehst im Weg. Ich glaube, den hier aber in die. Lass mal den kurz platt machen. Hallo, aus nächster Nähe kann man den gar nicht treffen. Leichter Panzer an, komm schon. Gibt's hier keinen richtigen Widerstand? Richtig, weil. Wow, shit, Mann, was war denn das? Da oben ballert einer mit einer Rakete rum. Wo ist denn meine Sniper? So.
One hit down. So gefällt mir das. So, zack, du auch gleich. Ah, der Offizier überlebt's. Erstaunlich. Gehört er zu uns? Ja, der gehört zu uns. Was freust du dir denn eigentlich so? Du 8-Bit-Männchen. Wo hatten wir jetzt den Wüstenjäger hingestellt? Da flog doch eben so ein Heli herum mit dem Wüstenjäger. Weil wir müssen noch über 700 Meter laufen. Bin zum Laufen ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Ah, nee, da ist ein Kampfpanzer. Können wir wohl den nehmen? Erstmal loopen wir uns noch ein bisschen die Munition zurecht. Es könnte sein, dass in irgendeinem Turm was drin ist. Wir können hier doch immer mal wieder solche Datendisks finden. Vielleicht finden wir hier auch irgendwo eine. Ne, hier ist gar nichts. 700 Meter in die Richtung, aber der Panzer steht da hinten. Merkwürdig. Ach, Herr Wok, geht doch mal ein bisschen schneller. Wo kein Schnee ist, kann man laufen, ne? So, gib mal her, die Schüssel. Das nächste Einsatzziel liegt auf der anderen Seite des Hügels. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. An den Wachtürmen vorbei. Müssen wir dann die Wachtürme nicht platt machen, oder was? Sondern auf jeden Fall irgendwas eliminieren. Ihr geht doch mal aus dem Weg. Könnt doch nicht mitten auf der Straße parken hier. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr zerbröselt werdet. Hier schießt doch irgendwer. Ach, da hinten! Da hinten war ein Panzer. Ja gut, der hatte den Mammutpanzer keine Chance. So, weg mit dem Heli. Der stört einfach die das Landschaftsbild hier zu stark. Hier ist doch noch irgendwo einer. Wo denn? Ach, da. So, eliminieren. Eliminieren ist doch gut. Da ist der Datendisk. Ich würde sagen, die holen wir uns mal kurz. Können wir auch schnell so wegmüllen hier. Zu sichern muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Ja, wir sind doch am Ausschalten. War keine Hektik hier. Lass mich das Ausschalten doch mal entspannt genießen. Oh, das ist Rüstung. Rüstung sind wir gut. Können wir eh gebrauchen. Laut Radar sind noch so ein paar Hansels, die hier rumlaufen. Halt mal die Luft an da. Gib mir doch mal deine Munition. Wie sieht denn eigentlich die Gatling-Muni aus? Nicht gut. Ja, ach komm. Hampel da nicht so rum. Hi. Weiß gar nicht, wo ihr alle herkommt, aber... Ah, da ist noch einer. Das ist mein Panzer. Den kann ich parken, wo ich will. Steht da wie die Politesse neben meinem Panzer. Haben wir noch gar nicht alle eliminiert? Oder muss ich hier rein? Nee, da kann ich gar nicht rein. Der muss ja noch irgendwer sein. Ich dachte eigentlich, wir hatten alle. Hm. Es gab noch nicht die Info, dass wir dieses Gebiet gesichert haben. Ja, mittlerweile fällt mir auch so der zweite Kritik. Oh, okay. Ach, der ist gar nicht besetzt. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile fällt mir auch der zweite Kritikpunkt auf. Die Bewegungsgeschwindigkeit von unserem Havoc ist ein bisschen langsam. Einsatzziel gesichert, Havoc. Okay. Ich musste einfach nur von dem Gebäude weggehen, um das Ziel zu erreichen. Ich könnte ja auch mal so einen Nockpanzer nehmen. Ist da was?
Wir wollen ja alles mal ausprobieren. Gucken, wie so ein Nordpanzer ist. Aber wir können ihn tatsächlich nehmen. Vielleicht merken die das gar nicht. Könnte ja sein. Ich glaube, so genau werden sie die Entwickler nicht genommen haben. Oh. Also der andere Panzer hat auf jeden Fall mehr Bums als der hier, aber der hier ist ein bisschen schneller. Na, aber der hier ist ein bisschen empfindlicher zu zielen. Nope. Die feuern trotzdem auf uns, obwohl es ihr eigener Panzer ist. Aber der hier macht deutlich weniger Schaden als der Kampfpanzer. Irgendwer ist da noch. Ah, schon down. Irgendwo ein Ingenieur am Start? Du hast mal keine Deckung geben. Kannst du nicht mal den hier so ein bisschen zusammenflippen? Nee, kann er nicht. Kein Ingenieur. Schade eigentlich. Irgendwas zum Wegsnipern hier? Nope. So, finden 720 Meter in die Richtung. Ja, wir können da lang oder da. Laut Anzeige oben müssen wir hier lang. Mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Vielleicht bin ich jetzt auch völlig verkehrt. Sagt er wieder in die andere Richtung. Ach, wir sind wieder an den Wachtürmen. Jetzt bin ich ja einmal im Kreis gefahren. Ja, dann können wir uns aber schnell mal den Kampfpanzer holen, würde ich sagen. Bei der hier ist schon fast zerstört. Den nehmen wir einen, der noch ein bisschen mehr aushält. So, wo haben wir den denn geparkt? Hoffentlich nicht im Halteverbot. Nee, er ist noch da. Der hat irgendwie ein bisschen mehr Bums. Und hält auch deutlich mehr aus irgendwie. So, bevor der hier noch im Weg rumsteht. Weg damit. Ja, so die Bewegungsgeschwindigkeit der Truppen könnte ruhig eine Idee höher sein. Aber okay, das Game ist von, das muss ich schon echt überlegen, 2002, glaube ich. Und ja, ihr habt es ja schon gesehen, es läuft halt auch nur in 4:3. Ich könnte zwar auf 16:9 strecken, das Bild, habe ich getestet. Sieht ehrlich gesagt richtig furchtbar aus, weil die ganzen Proportionen nicht mehr passen. Deswegen muss man da leider mit den schwarzen Balken erstmal klarkommen. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, irgendwie da eine Art Overlay einzufügen. Aber hier müssen wir erstmal den hier killen und dann den anderen. Hey, hallo. Ach, den überfahren wir ihn einfach. Das scheint besser zu funktionieren. Ah, Bazooka-Typen! Neues Sekundärziel? Nächste Flakstellung vernichten. Natürlich! Sehr gerne doch! Vernichten in 280 Metern. Okay, unser Kampfpanzer da vorne. Der uns unterstützt, ist schon fast down. Die Brücke wird von Fahrerstellungen flankiert. Ach, flankiert. Hier mitten durchholzen, den überfahren, den kurz irgendwie zerstören und hoffen, dass unser Panzer das noch überlebt. Okay, wir haben es nicht überlebt. Ey, Alter, der saß aber. Fuck, Mann, wir sind fast tot. So wenig Energie hatte ich hier noch gar nicht. Mir war C4. Was soll's? Flarak-Stellung vernichtet. Irgendwo Energie oder so?
ein bisschen Energie wäre jetzt ganz nett. Oder neuer Panzer. Boah, wir sind echt fast tot. Oh, nicht die Verstärkung. Jetzt kriegen wir gerade ein ganz kleines Problem. Noch ein Treffer und wir sind down. Wow. Da haben meine Leute aber ganze Arbeit geleistet. Haben die mal kurz geplättet. Ist hier irgendwo Energie? Schöne Raketenwerfer haben wir ja auch noch. Oh, Energie! Energie und Rüstung. Oh, sogar volle Energie. Einmal nicht aufgepasst und schon waren wir fast geplättet. Was zeigt die Satellitenaufklärung? Scheint wohl leichte Tonfehler zu geben. Könnte das an Windows 10 liegen oder liegt das daran, weil ich einfach nicht warte und dann einfach durchlaufe? Na, das Gebäude gegenüber geht doch. Ist ein Notkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Sie können es ihnen viel leichter machen, wenn sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Notkraftwerk zerstören. Oh, so ein Obelisk ist natürlich hardcore. Das Slot-Tor wird von einem Obelisken bewacht. Halten Sie Abstand. Ja, da sollte man auf jeden Fall Abstand halten. Ups. Ja, sorry. Wenn er mir einfach in den Weg läuft, dann muss ich ihn halt erledigen. Der lädt auf. Der lädt auf. Ey. Aber mit dem Flammenwerfer, den ich gar nicht nehmen wollte. Oh shit. Wir sind fast tot. Kraftwerk. Wie kriegen wir das denn down? Da ist eine Tür. Da ist das Kraftwerk. Also ich denke mal, wenn wir das Kraftwerk zerstören, müsste der Obelisk ausgeschaltet sein. Zumindest in der Theorie. Okay, schon mal ein Turbolift. Mal gucken, ob wir hier irgendwie... Boah! Fuck! Ja, neuer Start. Da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Das war jetzt ein bisschen dusselig. Zumal wir auch... Was? Nein, Moment. Moment. Da gibt es einen Speicherpunkt. Wir werden natürlich den Speicherpunkt nehmen. Weil wir waren ja schon bei den Gebäuden. Shit, Mann! Müssen wir von hier angefangen nochmal alles machen, aber diesmal wissen wir Bescheid. Ich werde mich ein bisschen ranhalten und die Folge eine Idee überziehen. Ich müsste doch öfter mal speichern oder aufpassen, was ich tue. Ah, vielleicht beides. Müssen wir den ganzen Rotz hier nochmal machen. Das ist ja nicht so schön. Jetzt sollten wir diesmal definitiv besser aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir auf einmal so viel Schaden genommen haben. Erst ging es uns gut und danach waren wir fast down. So, komm her hier. Mannschaftstransporter down. Sauber. Da läuft doch ein Hansel rum. Aber dass man hier nicht irgendwie
Ich wollte gerade sagen, dass es hier keine Autosaves gibt, aber die gab es ja damals noch gar nicht. Autosaves gab es doch früher noch nicht. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt gewesen. Da hatte ich irgendwie verpeilt. Dass es früher keine Autosaves gab. Sollte ich mir merken. Definitiv. Steh nicht im Weg rum hier. Oh, was war denn das eben? So, mal schnell nochmal die Bude hier einnehmen. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Wir sind doch gerade beim Ausschalten. Oh. Aha. Gib mir ja die Muni. Geht auch. Sauber. So, haben wir alle? Irgendwer scheint hier noch zu sein. Ach, da kam Verstärkung. Hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, wa? So, jetzt müssten wir doch alle down haben. Jawohl, Ziel erreicht. Sehr schön. Erneut. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Erneut Ziel erreicht. Reunig. So, diesmal nehmen wir aber unseren Mammutpanzer, auch wenn er verdammt langsam ist. Hilft ja alles nichts. Tja, dieser dumme Fail hat uns jetzt einiges an Zeit gekostet, aber wir sind nahe dem Kraftwerk und das werden wir hoffentlich beim nächsten Mal zerstören. Bis denn dann und ciao.